Ja, hallo liebe Leute, willkommen zu einem Update, DVD-Update, und ich habe mir She-Ra, The Princess of Power auf einer 6-Disc-DVD-Box gekauft. Es ist die komplette Serie, über 33 Stunden Laufzeit mit verbesserter Bildqualität, und die Bildqualität ist wirklich verbessert. Ich habe schon eine DVD angeschaut, die sieht ja sehr farbenfroh aus, sage ich mal. Ja, und hier auf dem Cover sind der Bösewicht, der Kumpel von She-Ra und natürlich She-Ra mit ihrem Schwert. So sieht das von der Seite aus. Die komplette Serie, Episoden 1 bis 93. Adora, die lang verschollene Schwester von He-Man, ist wieder aufgetaucht und sie hat das Schwert des Schutzes, mit dem sie sich in She-Ra Princess of Power verwandeln kann. Nachdem He-Man Etheria verlassen hat, bleibt She-Ra als Anführerin der Rebellen auf dem Planeten, um den Kampf gegen Hordak und dessen Schergen fortzuführen. Alte Bekannte wie Skeletor und Hordak, aber auch eine ganze Palette neuer Bösewichte bevölkern diese grandiosen Trickfilmreihe aus dem Hause Filmation, die bereits He-Man und The Masters of the Universe auf den Bildschirm brachte. Die Episodenreihenfolge ist nicht chronologisch, sondern erfolgt gemäß dem Inhalt. Aha. Okay, ist mir schon aufgefallen, auf einer DVD war plötzlich eine ganz andere Folge dazwischen, und ja, über ca. 2000 Minuten Spielzeit. Und das Ganze ist in 4:3, Deutsch, Englisch, Dolby Digital 2.0. Und hier sind nochmal so so Bilder aus der Serie. Schauen wir mal rein. So. Hier sehen wir die verschiedenen Cover. Wie gesagt, insgesamt 6 DVDs. Ja, wer auf diese klassischen Zeichentrickserien steht, der kann sich das in den Schrank stellen und das anschauen, wenn er Bock hat. Ich finde es cool. Also, He-Man ist zwar auch cool, aber She-Ra ist für mich noch cooler. Weil He-Man, mein Bruder, der mag He-Man, und ich sage, okay, wenn du He-Man magst, dann mag ich halt She-Ra. Ja, so, das war das Update zu dieser Serie. Also, bis demnächst. Bye bye.